Willkommen zurück zu Pokémon Let's Play... Was? Ja, klar! Zu Let's Play Pokémon Kristall. Genau, heute machen wir mal richtig Ramazammer, denn heute gehen wir... auf die Jagd nach Raikou. Denn ich habe euch im letzten Part gezeigt, wie man Items und Pokémon klont. Und ja, da haben wir einfach mal den Meisterball geklont und deswegen... begeben wir uns jetzt auf die Suche nach Raikou. Und wir brauchen eh noch ein Elektro-Pokémon im Team. Und ich hatte zwar ein Lampi oder ein Lampi gefangen, ja. Aber das nehme ich jetzt doch nicht im heute kann ich echt nicht reden. Das nehme ich doch nicht ins Team mit, weil ich nicht noch mehr Wasser-Pokémon haben will. Und ja. Ich habe mich jetzt entschieden, es reicht jetzt, es eskaliert jetzt hardcore mit noch einem legendären Pokémon in unserem Team. Einfach damit wir alles richtig schön wegrasieren können, damit wir einfach wirklich schön stark und overpowered sind, ne? Warum denn auch nicht? Ich meine, warum denn nicht, ne? Die legendären Pokémon sind auch dafür da, damit man mit ihnen zusammen kämpfen kann und so. Man benutzt sie so selten. Man fängt sie und dann vergammeln sie in der Box. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Was ist denn das? Ist das hier asynchron oder ist das die normale Asynchronität? Ich glaube, das ist noch normal. Ja, ich glaube, das passt noch. So, erstmal pflücke ich die Afrikokus Falafel King, falls ich noch Platz im Beutel habe. Wobei, ich bräuchte jetzt eigentlich den Platz eher für Top-Genesung und so einen Scheißdreck. Okay, dann lassen wir das einfach. Ja, hier tauchen normalerweise Raikou und Entei sehr gerne auf. Ja, Entei holen wir uns dann nach der Pokéliga, aber Raikou holen wir uns jetzt noch. Darum kümmern wir uns jetzt ein bisschen und dann werde ich offscreen in der Siegestraße ein bisschen trainieren gehen. Und sobald ich dann Level 50 bin, starten wir den Durchlauf durch die Liga. Dürften wir dann eigentlich gut packen, hoffe ich, mit zwei legendären Pokémon im Team. Ist das doch eigentlich gut machbar. Was mache ich denn jetzt im Beutel? Ich bin heute echt durch den Wind. So, pass mal auf. Dann suche ich jetzt mal nach Raikou. Das muss ja irgendwo sein. Das ist ja irgendwo ganz unten. Blöp, da ist es auch schon. So, dann gucken wir mal. Oh, das ist doch cool, oder? So, da ist es. Oh, lol. Was? Ist nicht wahr. Was für ein Glück haben wir denn bitte? Okay, schaffen wir es dahin? Das ist eine Route weiter unten, ne? Das ist... da sind wir nicht. Route 37, Route 36. Ja, da müssen wir gucken. Vielleicht haben wir Glück. Und es... haut nicht ab. Jetzt sind wir auf 36, jetzt müssen wir gucken. Ist es noch hier oder ist es schon wieder weg? Es ist leider weg. Alles klar. Alles klar. Aber wir können einmal hochgehen und wieder zurückgehen. Und dann können wir nochmal schauen. Und wo ist es jetzt? Da hinten. Alter, da sind wir dem zum ersten Mal begegnet. Das ist ganz interessant, dass sie da wohl scheinbar auch sehr gerne sind. Und jetzt müssen wir nochmal schauen. So, wo ist es jetzt? Aha, sieht schon mal ganz gut aus. Dann gehe ich nochmal hoch. Vielleicht ist es jetzt bei uns, ich weiß es nicht. So schnell sind die, das ist der Wahnsinn, ne? Ah, haben sie das zu uns, okay. So, dann gucken wir nochmal nach. Das machen wir jetzt so lange, bis es bei uns ist. Und dann, ja, müssen wir es nur noch finden. Und dann fangen wir es einfach mit dem hübschen Meisterball, den wir geklont haben. Wie gesagt, guckt oben in der Infocard vorbei, ja? Da ist der letzte Part verlinkt, Part 92. Da habe ich euch gezeigt, wie man in Pokémon Kristall Pokémon klont. Und dementsprechend dann eben auch Items. Es ist da, es ist da, es ist da. Bin ich jetzt auf 36 oder 37? Ah, scheiße. Ist es noch da? Ich glaube nicht. Ja, na, scheiße. Ja, das ist es halt. Jetzt wäre es eigentlich hier gewesen, aber leider war es nicht hier. Das ist halt das Problem. Okay, jetzt ist es da hinten. Aber ihr seht schon, es ist eher so in der obigen Gegend. So ganz unten ist es eigentlich nie. So, hier, Azalea City, Fleckmannbrunn, irgendwie da unten, so, da ist es nie. Oder unterhalb von Dukatia City. Die sind meist eher da oben eben. Das ist ja eben der Witz. Komm, ich mach das jetzt so. So, mal gucken. Das ist oft hier unten. Na, schade. So, gucken wir mal. Ja, so ist es dann eben perfekt. So kann man dann die ganze Zeit suchen. Alter, das bleibt da einfach. Aber ich wette was, wenn ich da jetzt hingehe, dann ist es wieder weg. So. Das ist der perfekte Ort, um eben gezielt auf die Jagd nach den zwei zu gehen. Das ist perfekt.
Und in Gold und Silber natürlich ebenfalls. Da muss man aber auch Suicune noch fangen gleichzeitig. Aha, wieder am See des Zorns. Ja, es ist gern da oben, ha? So, machen wir nochmal den hier. Das dauert halt dementsprechend, ne? Es ist halt wie im letzten Part, da hat das Klonen auch ein bisschen gedauert. Aber letztendlich habe ich es geschafft. Okay, das ist jetzt witzig. Das ist echt sehr gern am See des Zorns, ha? Es ist da immer noch. Ja, ich könnte ja... was laber ich denn? Ebenholz City meine ich natürlich. Was laber ich? Ja, ich bin halt echt durch. Was ist los? So, pass auf. Ja. Aha, jetzt ist wieder da oben. Soll ich vielleicht da hochgehen? Wenn es da schon so oft ist. Da ist ja auch, glaube ich, eine gute... Nee, so gut ist es da eigentlich nicht. Da kann man, glaube ich, nicht so einfach die Route wechseln. Also der beste Ort ist schon hier. Es ist schon so. Es ist so. Alter, jetzt ist es wieder links von uns. Ja, hm. Klar könnte ich da auch versuchen, aber... Ja, okay, komm. Da hinten kann man auch gut hin und her wechseln eigentlich. Dann versuche ich es jetzt. Mal. Wow, und jetzt taucht ein Pokémon auf. Nein, okay. Okay, wenn es da auch so gerne oft ist, dann gehen wir einfach mal dahin. So. So, hier kann man, glaube ich, auch gut hin und her wechseln. Pass mal auf. Hier... Hä? Du bist ein Trainer, ne? Ja, okay. Ich dachte, das ist so eine, die... Da, genau, da kann man nämlich auch gut hin und her wechseln. Da kann man auch bleiben. Wenn es oft hier ist, warum denn nicht? Jetzt ist es natürlich gerade rechts, das ist klar. So, runter vom Fahrrad hier. Ja, gehen wir wieder hier hin. Das ist ja dann eher auf 38. Ja, jetzt geht es natürlich weiter nach rechts. Das war doch klar. Also es ist wichtig, dass ihr eben so eine Grenze habt, die ihr die ganze Zeit überschreiten könnt, wo dann eben sich zwei Routen verbinden, dann ist es... Ja, dann könnt ihr da immer ganz schön hin und her und eben gucken, dass es da ist und so weiter. Jetzt kommt es bestimmt nicht mehr nach links, jetzt ist es bestimmt unterhalb von Teak City. Ah, es ist so oft rechts! Da gibt's doch gar nicht. Huch! So, irgendwann ist es schon wieder hier. Kann nicht ewig da hinten bleiben. Alles klar, was ist das denn? So, jetzt aber. Ja, ist halt echt praktisch, ne? Mit dem Pokédex. Jetzt ist es wieder da. Das gibt's ja gar nicht. So. Uha. Neben Neuborg hier. Das ist selten. Cool. Okay. Also es bringt wirklich nichts, dem Ding hinterher zu fliegen, weil es haut dann eh wieder ab. Es ist eben wirklich viel schlauer, an so einer Grenze hin und her zu watscheln. Ah, okay. Es kommt näher. Raikou sieht zwar hässlich aus im Kampf, das ist so eine komische Beule, aber... Aber was soll's? Es ist mächtig. Und dann haben wir unser Elektro-Pokémon mit Elektro-Attacken und es ist stark und schnell und schnell und stark und dann passt das. Ich wusste es. Jetzt ist es da drunter. Ah, braucht man gar nicht versuchen. Das müsste aber gleich wieder hier auftauchen, bestimmt. Oder? Ja, natürlich nicht. Hahaha, witzig, es verarscht mich ein bisschen, ne? Und dasselbe machen wir eben mit Entei. Wie gesagt, nach der Pokéliga. Alter, wie oft ist es denn da oben? Hä? Gibt's ja gar nicht. Was? Das gibt's doch nicht. Komm, jetzt bitte. Oh, mein Hals. Immer noch und immer wieder. Es kotzt mich an. Okay. So, das müsste doch eigentlich hoffentlich demnächst... See des Zorns. Hallo, was ist das? Ich glaube, ich gehe wieder unterhalb nach Teak City. Das ist mir irgendwie gerade zu blöd, irgendwie. Jetzt ist es wieder da. Ja, es. Ich sag doch, es ist auch öfters da. Es spürt, dass ich hier bin, ne? Es kommt nicht mehr hierher. Boah, das gibt's nicht. Okay, ich gehe wieder zurück nach Teak City. Was ist das? Es ist wirklich wichtig, nicht zu fliegen, ja? Weil dann haut's wirklich komplett ab. So richtig weit weg. Wenn man hinfährt, hat man... Eventuell noch eine Chance, aber eigentlich auch nicht. So, jetzt gucken wir mal.
Das Ding ist, hier ist halt auch seine Heimat. Teak City, ne? Deswegen ist es auch relativ oft hier. Ah, das gibt's doch nicht. Verarsch mich doch nicht, Raiko. Was ist das denn? So, jetzt aber, komm. Jetzt, komm nach Hause hier. Was? Scheiße, ich hätte es jetzt gehabt. Ich habe gerade überlegt, soll ich jetzt wirklich Route 36... Ah, scheiße. Okay, jetzt ist ganz weg. Okay. Aber wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Das wird schon. Na. Es ist zum Mäusemengen, ja? So, machen wir hier das dann nochmal. Das ist halt blöd, wenn es da... Okay, warte. Wir machen das wieder hier 37, 36. Weil das ist blöd, wenn ich Teak City immer wechsle. Weil es könnte ja 36 kommen. So, jetzt gucken wir hier nochmal. Ja. Okay. 37. Raiko, komm schon. Ich hätte dich gerne in mein Team... Oh, shit. Es ist wieder ganz nah. Runter. Und es ist noch da. Was meint ihr? Schreibt's in die Kommentare. Ja, es ist weg. Okay. Ja, es ist echt verzwickt. Es ist echt verzwickt. Dann machst du einen Schritt und es ist sofort weg. Ja, die drei sind ja auch schnell. Ach Mann, was? Jetzt ist es schon wieder unter mir. Verarsch mich doch nicht so sehr. So, wenn es jetzt noch da ist. Oh, natürlich nicht. Huch, jetzt bin ich... Hä? Okay. Lol. Also da ist es wirklich sehr selten. Ist es etwa im Fleckmann-Brunnen? Ist es da reingefallen? Dann käme es ja nicht mehr raus. Oh, schade. Interessant. Hat die Fleckmann besucht, hä? Also da ist es wirklich selten. Was ist los? Jetzt ist sie wieder da, okay. Ich will gar nicht wissen, wo Entei immer ist. Jetzt war wahrscheinlich Entei schon längst bei uns, aber ich bin halt gerade auf der Suche nach Raiko. Entei schnappen wir uns wann anders. Und ja, sobald ich dann auch Entei habe, dann habe ich alle drei und dann kann ich etwas machen, was ich noch nie in der Kristalledition gemacht habe als Kind und so. Dann können wir den Zentrum und Ho-Oh fangen. Boah, das habe ich hier noch nie gemacht. Das ist dann richtig schön Premiere. Freue ich mich drauf. So, jetzt komm schon. Ah, was ist los? 13 Minuten und es ist leider immer noch nicht bei uns. Es war halt oft in der Nähe, aber es hat uns dann verarscht. So ist es halt. So ist es. Da muss man halt ein bisschen geduldig sein. Das ist halt so, ne? Aber was ist das? So, wieder runter. Ah, jetzt hab dich doch nicht so. Es ist oft da hinten. Das ist gerade sehr interessant. Raiko, bitte. Was? Hä? Was ist das? Ich bin erschüttert. Das kann nicht sein. Ja, was? Okay, es will mich wirklich ein bisschen verarschen. Das gefällt mir nicht. Lol, was? Es bleibt nur noch da hinten. Aber ich schwöre dir, wenn ich da jetzt hinfliege, dann ist es weg. Okay. Ich riskier's. So. Mal sehen, was passiert. Das wäre natürlich der Oberhammer hier in der Anfangsroute. Auf einmal Raiko, Level 40 dann so. Hier geistert ja, glaube ich, nur Level 2 und 3 und so rum. Und dann auf einmal BAM! So, pass auf. Deswegen will ich sie auch jetzt fangen. Leck mich am Arsch. Was? Es hat funktioniert. Ist nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst. Alter. Puh. Okay, Freunde, dann geht's jetzt los. Gehen wir ins hohe Gras. Oh Gott, es ist hier. Es ist hier. Irgendwo. Wir müssen es normalerweise instant treffen. Nein, okay. Scheiße. Aber es bleibt ja normalerweise nach Kämpfe da, ne? Das war ja eigentlich so. Alter, hier, guck mal, Level 3, was ist los? Ja, ich wollte Raiko eben jetzt noch fangen, weil das auch Level 40 ist, weil dann sind alle Level 40, dann kann ich alle einheitlich trainieren. Weil sonst müsste ich Raiko alleine 10 Level trainieren, da hätte ich keine Lust drauf, deswegen fange ich es eben jetzt noch.
Das gibt's nicht. Du bist noch da, komm, verarsch mich nicht. Wo ist Raikou? Was? Das kann nicht sein. Ja, es ist schon noch da. Okay. Fragt sich nur wo. Was? Wieso? Okay. Es gibt's nicht. Es muss hier irgendwo sein. Es ist hier mit Sicherheit irgendwo. Wir müssen nur ein bisschen suchen. Vielleicht ein bisschen weiter reingehen. Ich weiß es nicht. Versuchen wir es einfach mal. Hier oben. Ich weiß nicht, ob das auf irgendeinem Feld gespeichert ist. Sage ich mal so blöd. Weil hier mehrere Grasfelder sind. Nicht, dass es nur in einem speziellen auftaucht. Das wäre ja dumm. Das glaube ich eigentlich weniger, aber vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich gehe halt hier einfach mal ein bisschen durch. Warte, hier. Hey, es gibt's nicht. Jetzt müssen wir es hier nur noch suchen. Wie gesagt, nur noch eine Frage der Zeit. Wir haben's. Auf jeden Fall bald. Es kann sich nicht für immer verstecken. Hey, das wäre jetzt lustig, wenn es auf so einem Kopfnussbaum wäre. Oh, das wäre so funny. Da ist es einfach auf dem Baum. Das wäre echt lustig. Das ist interessant. Normalerweise taucht es dann eigentlich so gut wie sofort auf, wenn es auch in der Route ist. Das ist alles ein bisschen anders gerade, ne? Komm, wir gehen mal in dieses kurze Gras hier. Nö. Boah, das gibt's doch jetzt nicht. Ja, was ist da los? Hm. Aber es muss ja noch da sein, oder? Raikou, was ist los? Ja, es ist noch da. Wo ist Entei eigentlich gerade? Oha, ganz da hinten. Alter, okay. Zack. Komm, du musst hier irgendwo sein. Das gibt's doch gar nicht. Hä? Wenn ich jetzt Schutz einsetze, dann müsste ich Level 39 sein. Dann taucht's auf. Moment, habe ich sowas noch? Nö, scheiße. Ja, dann bringt's mir das nicht. Nee, Level 40er? Nee, wie ist denn das? Wenn ich Level 40 bin, dann tauchen aber, glaube ich, Pokémon auf Level 40 auch nicht mehr auf, oder? Ah, das ist jetzt die Frage. Auf jeden Fall alles unter 40 taucht auf jeden Fall nicht auf. Aber da es ja genau 40 ist, weiß ich halt jetzt nicht. Die ein niedrigeres Level haben. Dann müsste es ja funktionieren. Okay, warte, was ist das jetzt? 40. Versuchen wir es einfach, kann ja nicht schaden. Wenn wir noch einen Schutz haben. Vielleicht haben wir da Glück, ich weiß es nicht. Haben wir noch Schutz? Das ist schade. Das ist schade. Hm. Ach, Raikou, jetzt hab dich doch nicht so. Ich zieh den Part so lange, bis ich Raikou getroffen habe, ne? Nur mal so zur Info. Ich wollte das schon alles in einem Part machen, ne? Aber ihr seht schon, das... Da ist es! Es braucht ungefähr eine halbe Stunde, dann trifft man Raikou, wenn man gezielt auf die Jagd geht. Da ist es! Da ist unser Raikou! Oh, geil! Oh, dieses Musikthema ist so geil! Da bist du! Oh, schaut es euch an! Geil! Und jetzt benutzen wir natürlich den geklonten Meisterball. Hier ist er, der beste Ballerfolg garantiert. Bevor du jetzt wieder fliehen kannst, Meisterball los! Oh, der ist grün, Oh, cool, der macht Sterne. Geil. 1, 2, 3 und du gehörst mir. Ja, sehr, sehr geil. Da haben wir's. Unser Raikou. Donner. 1,90 Meter und wiegt 178 Kilo. Dieses aggressive Pokémon speichert Energie in seinem Körper und entlädt sie, wenn es über das Land streift. Es ist aggressiv? Ha, okay.
Nö, sicher nicht. Es bekommt keinen Spitznamen. Alter, wir haben es tatsächlich neben unserer Heimatstadt gefangen. What the fuck ist hier denn los? Krass, das ist sozusagen mein Starter-Pokémon. Alter, das ist schon heftig. Ja, geil. Willkommen im Team Raikou. Ja, gucken wir mal, was für Attacken hast du denn drauf? Außerdem will ich es direkt mal an erste Stelle setzen. Aber es sieht echt scheiße aus im Kampf. Es ist so hässlich. Boah, da ist es, Alter. Silberblick, Donnerschock, Brüller und Ruckzuckhieb. Brüller ist kacke, aber Donnerschock, das ist schon mal sehr gut. Und du müsstest normalerweise doch auch noch eine andere Attacke bekommen. Funkensprung. Ah, 41, erlernst Funkensprung. Das ist doch mal schön. Und dann erlernt es noch den Knirscher, den kann ich auch sehr gut gebrauchen. Und dann noch den Donner auf 71, das ist sehr gut. Okay, Funkensprung und Donner. Hey, geil. Und Ruckzuckhieb. Na, achso, nee, Knirsche. Achso. Achso. Donner, brauche ich den wirklich? Er könnte auch Donnerblitz, ja? Trifft halt auch mehr. Donner ist eine 120er, gell? Donnerblitz 95. Ich glaube, ich lerne ihn dann Donnerblitz. Oder so. Ich guck jetzt mal, ne? Und dann eben Knirsche. Ja, sehr schön. Geile Sache hier. Da haben wir es. Jetzt haben wir Raikou und direkt drunter Suicune. Hey, cool. Hier Raikou und Suicune. Einfach mal zwei legendäre Pokémon im Team. Das ist doch ja Wahnsinn. Also wenn wir so die Pokéliga nicht plätten können, dann weiß ich auch nicht Bescheid. So, und jetzt haben wir auch unser Elektro-Pokémon, unser sehr starkes. Ja, alles so ein bisschen gegen den Plan. So, ne? Ich wollte ja eigentlich einen Blitzer haben. Beziehungsweise ersten nach Tara, dann habe ich gemerkt, okay, das ist zu schwach. Dann wollte ich einen Blitzer haben. Dann war aber Evoli Level 40 und habe dann mitbekommen, dass es keine Attacken mehr erlernen kann, weil es dann einfach schon zu spät war, weil es hier keinen Attackenlehrer mehr gibt und so. Oder noch nicht gibt, den gibt es erst in späteren Spielen. Und somit habe ich Evoli dann doch zu Nachtara entwickelt. Das hat dann noch Horrorblick wenigstens erlernen können. Und dann habe ich einen Lampi gefangen. Dann habe ich aber überlegt, nee, doch nicht, weil ich habe schon genug Wasser-Pokémon im Team. Und jetzt habe ich mich für Raikou entschieden. Ach ja, was ein Akt. Okay, jetzt haben wir es aber auf jeden Fall und das ist ziemlich geil. Und jetzt speichere ich hier einfach mal zu Hause ab. Würde ich mal sagen. Ja. Oder? Nee, ist ja eigentlich Blödsinn. Ich muss ja eigentlich zur Pokéliga hoch, ne? Ja, egal, was soll's. Wir sehen uns dann einfach bei der Pokéliga, wenn ich dann soweit bin, ne? Ich speichere jetzt hier ab. Und wie gesagt, ich trainiere jetzt eben offscreen ein bisschen, ne? Auf jeden Fall 10 Level. Ja, damit die mal alle Level 50 sind, dann müssten wir eigentlich gut durchkommen, nehme ich an. Und ja, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, der hat euch gefallen und ich hoffe, ich habe euch da ein paar Tipps geben können, wie ihr die legendären Pokémon fangen könnt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in der Pokéliga oder bei der Pokéliga, ne? Vielen Dank fürs Zusehen, haut rein, danke, tschüss, euer GameTrix. We'll be right back.